So, hier nochmal ein kurzes Ab, also nochmal eine kurze Erklärung, wie ich die Panels befestigt habe. Das hat mich jetzt schon mehrere Leute gefragt und ich dachte, dann zeige ich es einfach nochmal gerade. Also sehen hier das Panel. Das Panel hat hier so einen Alurahmen, ne, der ist so durchgängig. Und hier sind diese Half-Coupler. Die hatte ich in dem ersten Video schon gezeigt. Ich schicke euch gleich nochmal den Namen genau, dann könnt ihr euch das angucken. Und ich habe halt nichts anderes gemacht, außer jetzt hier in diesen Alurahmen hier innen drin ein entsprechend großes Loch zu bohren. Dann geht die Schraube, die hier quasi drin befestigt ist, da durch. Und hinten, also hinten ist dann einfach nochmal eine Unterlegscheibe mit einem mit einer Mutter befestigt. Mehr ist es nicht. So, hier unten sehen wir dann jetzt, wie ich es hier verspannt habe. Ne? Ich gucke mal von der Seite. Schwierig. Ja, hier zu sehen. Vielleicht kann man es jetzt so erkennen. Okay, ungefähr. So, genau. Auf der anderen Seite dasselbe. Ja, hier sieht man es nochmal ganz gut. Also hier ist der Alurahmen hier oben und da ist einfach, die Schraube geht hier so ein Stück rein. Dann habe ich das mit einer Mutter einfach verspannt. Das hält wirklich sehr, sehr gut. Also das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass das jetzt hier so leichter Rost ansetzt. Ist jetzt bisher, glaube ich, noch nicht bedenklich. Muss man sich aber auf jeden Fall im Auge behalten, dass das Ganze so hält. Hier unten, ich packe da nochmal rein. Jetzt sieht man, hier habe ich so ein hier ist jetzt so ein Gestell, das kann man direkt ranschrauben. Das habe ich so vom Hersteller direkt mitbestellt. Das ist im Prinzip, sind das einfach nur drei L-förmige Alubleche mit ein paar Löchern drin. Damit kann man das sofort auch wieder hier in dem Alurahmen anbringen und da so eine Art Dreieck draus machen. Das ist auch verstellbar. Und genau, da kann man es so ein bisschen erkennen, wie das aussieht. Und das Ganze geht dann. Das Ganze geht dann jetzt hier, ist einfach gegen das Gitter gelehnt und ich habe das dann hier noch mit Stahlkabelbindern abgesichert. Also eigentlich relativ einfach und das hält wirklich gut. Genau, ansonsten habe ich darauf geachtet, dass die Panels relativ nah nebeneinander sind, also wenig Abstand, damit die sich gegenseitig noch ein bisschen stützen. Auf der rechten Seite, also jetzt hier quasi das Panel ragt ein bisschen raus. Ich zeig's nochmal hier so, genau. Dann sieht man jetzt hier auf der rechten Seite, muss ich dann hier nochmal eine Verlängerung dran bauen. Und das Ganze dann hier seitlich abbauen. Ansonsten habe ich jetzt dort so ein normales Kabel halt, also das kann man auch kaufen quasi, so ein MC4K oder das mit MC4 Stecker und 6 Quadratmillimetern Kabelquerschnitt. Und da vorne sieht man diese Verbindungsstücke, die sind wasserdicht. Also ist noch eine Dichtung drin, das ist ganz praktisch. Und gehe dann hier auf ein etwas dünneres Kabel, das ganz kleine Stück. Und das ist sehr kurz und damit gehe ich dann einfach hier in meinen Laderegler rein und das war es auch schon. Viel mehr ist nicht. Ist eigentlich relativ simpel. Ja, genau, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, das konnte noch mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Ja, ist jetzt hier kein Hochglanzvideo, aber ich denke, zum Verstehen reicht es wahrscheinlich. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.